Hey Leute, ich bin's wieder, eure Becky. Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem Video habe ich wieder mal ein DIY für euch. Weil es das letzte Mal so gut ankam, dachte ich mir, mache ich das einfach nochmal und zeige euch diesmal, wie ihr eine Nutella-Kerze selber machen könnt. Wenn ihr mehr von diesen DIYs sehen möchtet und euch mein Video gefällt, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und falls ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann klickt mal unbedingt auf Abonnieren, denn so bekommt ihr immer Nachrichten, wenn wieder ein neues Video von mir online ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem DIY an. So, um die Kerze selber zu machen, braucht ihr erstmal ein leeres Nutella-Glas, zwei Kerzen wegen dem Kerzenwachs und noch einen Kerzendocht. Den kriegt ihr zum Beispiel bei Amazon. Den klebt ihr dann anschließend mit etwas Heißkleber oder eben einen Sekundenkleber oder so. Irgendwas, was super gut hält, in euer Glas. Anschließend nehmt ihr die Kerze und raspelt das ganze Wachs ab. Ihr könnt natürlich auch das schon fertig kaufen, aber ich hatte jetzt nichts anderes zur Hand. Ich denke, diese Version ist auf jeden Fall günstiger. Und das Ganze erhitzt ihr dann im Wasserbad oder in der Mikrowelle, bis alles geschmolzen ist. Damit die Kerze auch nach Nutella riecht, gebt ihr natürlich noch zwei Esslöffel geschmolzene Nutella in das Wachs hinein. Und anschließend habe ich dann noch etwas vom braunen Wachsmalstift hinzugegeben, damit es so eine intensive braune Farbe hat. Dann fixiert ihr den Kerzendocht, so wie ich es im Video gemacht habe, und gießt das heiße Wachs rein. Und seid ihr damit dann fertig, stellt ihr es zum Erhärten entweder in den Kühlschrank oder vielleicht sogar nach draußen, weil es ja eh noch kalt ist. Und dann solltet ihr auch schon fertig sein mit eurer Nutella-Kerze. Dann solltet ihr nur noch den Docht abschneiden und et voilà, schon habt ihr eure Nutella-Kerze, die nicht nur so aussieht wie Nutella, sondern auch so riecht und ein richtiger Hingucker ist. So, das war's auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir unbedingt ein Like und ein Abo da und schickt mir unbedingt ein Bild davon, falls ihr es nachgemacht habt. Unter diesem Hashtag hier auf Instagram, auf Twitter, wo ihr mich überall findet, findet ihr nochmal unten in der Infobox. Da könnt ihr mich stalken. Ja, dann würde ich schon sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ich hab euch lieb. Bye!